Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Star Wars The Old Republic. Ja. Ich weiß nicht, welche Folge sind wir jetzt hier? 500? Wir sind 431 und warum bin ich hier auf Mount? Achso, da können wir ja mal hier PvP sogar mal einschalten. Das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Oh ja, genau. Das geht. Das ist okay. Ist genehmigt. Das genehmigst du. Das ist auch schön. Ansonsten stürzen wir uns heute mal in eine Helden plus 2 Mission. Mal schauen, ob die etwas leichter ist als die letzte oder etwas schwerer. Hier sind ja sogar sehr viele Helden plus 2 Missionen. Sehe ich gerade. Ja. Das ist alles nur Helden, oder? Oh, halte mal, wir sind in neuem Gebiet. Das ist nicht nur Helden, das ist, wird ja alles ein anderes Gebiet sein oder sowas, denke ich mal. Wir werden, oder? Sind die alles Helden? Wir werden mal sehen jetzt. Wir haben hier zu tun. Wir haben hier jedenfalls zu tun. Komm, wir laufen erstmal weiter. Das untere Gebiet kriegen wir auch noch mit. So. Nee, das ist wirklich neues Gebiet. Ja, ja, ich sag ja. Aber hier haben wir wenigstens eine lila Quest, die machen wir mit. Okay. Sprich mit Karl. Das ist ja keine lila Quest. Doch, bei mir schon. Achso, dann ist das vielleicht meine Quest, das kann sein. Nee, das hier müsste meine Quest sein. Zur primären Überwachungsstation Dulani, das ist halt auch deine Quest. Das heißt, im Grunde, wir haben denselben Eingang gewählt, der ist scheinbar ist unten noch ein Eingang dafür für dieses Gebiet. Das wird sein. Das heißt, dieses Gebiet ist auf 2 Phasen begehbar und wir haben jetzt gerade eine gewählt. Ich gehe mal von aus, so ist es. Ja, sind wir hier ja sogar richtig eigentlich. Ja, oder? Ja, genau, das meine ich ja. Insofern passt schon. Alles gut hier. Alles Bestens. Ein Veteran, Jedi Kampfmeister. Juhu. So. Wo ist es? Hier ist glaube ich nur ein Intro. Genau, warte mal, wir gehen erstmal genau. Gehen wir erstmal rein da. Genau, und schlupp. Oh. Wir haben glaube ich schon länger kein PvP mehr zusammen gemacht, kann das sein? Ja, ging ja teilweise nicht, weil wie gesagt, die Vorproduktion. Aber diese Möglichkeit werden wir uns immer offen halten letzten Endes, weil es ist halt manchmal ein bisschen schwierig, gemeinsam aufzunehmen. Es ist möglich, ja, aber das manchmal stimmt schwierig. Allerdings. Und wenn man die Möglichkeit hat, hier so ein PvP mal einzeln zu machen, ist ja auch kein Problem. Und ich denke mal, groß gelangweilt werdet ihr euch auch nicht haben. So, hier hinten kann ich direkt mal an. Das hat sich auch, man muss ja auch sagen, ne, am Anfang hatten wir das noch eigentlich immer sehr, sehr gut hinbekommen. Dann waren wir sogar auf, wie soll man sagen, auf 14 Folgen pro Woche. Also die wir zusammen aufgenommen haben, wenn nicht sogar mehr, glaube ich. Glaube ich sogar teilweise 20 Folgen pro Woche, wenn man Herr der Ringe noch mitnimmt. Mittlerweile sind das 7, 8 Folgen pro Woche. Der Sanzen hier sieht cool aus. Ja, bitte was? Coole Rüstung, der Sanzen hier. Gut aufgebaut sein Charakter. Sehr schön. Der hat eine Narbe unter dem Auge. Naja, ich habe auch eine kleine Narbe. Soll der Rechte nicht schneller sein sogar? Ist der Schlüssel zum Sieg. Leider haben uns die Imperialen im Visier. Sie haben ein Transportschiff und einen kompletten Bodentrupp geschickt, um uns anzugreifen. Die Anlage da unten hat 3 Artilleriegeschütze zur Luftverteidigung. Finde die Zielkonsolen der Geschütze und hack sie. Um die Kontrolle Wie Sekunden sind das denn noch? Ich sehe das nicht. Feuer auf das feindliche Transportschiff, um es herunterzuholen. Ja, bisschen doof jetzt gerade, müssen wir mal umbauen. Ihr müsst losgehen gleich in 9 Sekunden. 8, 7, 6, 5, 4. Du hast schon wieder Schutz gekriegt. Oh, ich auch. 3, 2, schön. Den brauche ich auch, den Schutz. 8, doch nicht. 7, 6, 5, 4, 3. Die vordere Zahl sieht man irgendwie nicht, das ist doof. Naja. Müssen wir umbauen. Ich weiß gerade nicht, wie es geht. Ah, jetzt, bei Gelegenheit auf Screen. 7, 6, 5, jetzt ist es einzeln. 4, stimmt. 3, 2, 1, go! Abmarsch! Alle Einheiten, los! Los! Ist ganz knapp vor mir. Haha, da kamen uns schon die Gegner entgegen. Gegner. Die Gegner entgegen, also Endgegner. Oho. Die anderen sind genauso schnell. Irgendwie haben sie genau. Ich glaube, entweder haben sie das geändert, das mit dem Minimal schneller. Oder die haben uns verarscht. Ja, kann auch sein. Das kann genauso sein. So. Jetzt ist schon wieder einen reingeballert, das ist nicht mehr feierlich. Ich bin gerade hier auf dem Boot hier drauf. Ja, ich bin auf irgendjemanden. Ich weiß jetzt gerade nicht auf wen. Aber ich stink Salott, glaube ich. Ein Guto, genau. Ich bin fast tot. Der auch, eigentlich. Und ich auch. Oh.
Ich bin tot. Oh, fuck. Da kamen 5 auf einmal angesprungen, das war ein bisschen wenig. Das habe ich nicht gehalten. Aber ich habe mich gar nicht mal so schlecht geschlagen, finde ich. Okay. Also ich habe länger durchgehalten als normal. Das heißt, die sind ungefähr auf unserem Level. Die haben mich nicht ganz so weggeschnitzt. Der Feind ist unschlagbar. Ja, fuck, ey. Die Mitte ist auf jeden Fall weg. Na, kein Problem, dann gucken wir uns halt die andere Seite an. Das sind auch zu viele in der Mitte gerade. Rechts war nur einer gewesen, der nimmt das aber gerade ein. Scheiße, ey. Mist. Ich gehe jetzt nach rechts. Kommt jemand mit? Ja, ich muss erstmal den Typen hier ablenken. Warte, ich komm dann mit. Bin auf Kleip hier drauf. Kleip hier. Okay, der ist hin. Dann hier noch. Hey, wo ist er denn? Da hinten, der andere kommt auch an. Ja gut, wir sind zu zweit. Sollte noch klappen. Ich bleib nur noch. Ah, fuck, jetzt sind es jetzt 3. Ja, okay, das ist okay. Ich glaube, das können wir nicht hin, ist nicht angefallen. Okay. Ein Feind ist unschlagbar. So, hopp. Na. Schon wieder 4. Warum sind das immer so viele? Ja, wir kriegen das gerade nicht wirklich koordiniert. Samson steht auch gerade rum auf K. Das ist gemein. Gerade der so schön aussieht. Finde ich gemein, ja, von dir. Hast du den auch noch gelobt, ne? Ja, eben. Und dann kriegt er sowas. Ihr rennt rum wie eine Herde Hühner. Pack, 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 pack. Na dann. Ich gehe wieder mit. Ich sehe schon, dass du da einnimmst. Ich glaube nicht, dass das wird. Hier wird auf jeden Fall ein Unsichtbarer stehen. Ja, steht auch. Aha, okay. Ein Sith-Attentäter. So, versuch den abzulenken, wenn das geht. Ah, nee, der kommt zu mir. Der kommt zu mir. Ah, und jetzt sind schon wieder mehrere. Verdammt. Also, die sind gut koordiniert, auch wenn sie nicht so stark sind. Ja, wir haben auch einen AFK. Nee, jetzt wieder hier. Ein Feind ist unschlagbar. Boah. Die machen das sehr gut, muss man wirklich sagen. Muss man neidlos lassen. Sanzen wurde auch geplättet. Problem ist, dass wir halt wirklich halt den ersten Fight haben. Ein Feind ist unschlagbar. Ja, da werden einige, halt. Ja, einige von denen, also die sind sehr gut koordiniert, muss man sagen. Einige von denen werden sich eventuell wirklich miteinander absprechen. Du rennst gerade wieder runter, bist du alleine dort. Ja, ich weiß. Ich wollte eigentlich nur auf die schießen, da bin ich ein bisschen zu weit vorgeflitzt. Naja. Die hauen mich sogar hier in der Base zur Hälfte runter, ne? Naja gut, das ist ja kein Spawnpoint, insofern. Nee, also Spawnpoint ja nicht, ne? Aber. Krass. Haut ab. Okay. Tja, was soll man da machen? Ne? Ui, von oben. Ja, also ich sag's mal so, die sind sehr gut. Muss man den neidlos lassen. Die halten uns vorne auf. Sehr gute Strategie. Und sehr gut koordiniert, obwohl die diesmal, zumindest kommt mir das so vor, nicht unbedingt extrem viel stärker sind als wir. Also nicht von der Stärke allgemein, sondern ja, die sind halt so besser als wir. So. Ja, ich hab's geschafft, keiner das sehen kann hier, jawoll. Schütz hat imperiales Schiff erfasst. Feuer! Dann helf mir doch auch jetzt mal, Mann. Ja, bin schon tot. Nee, achso, du bist da drüben. Ach so, warte, ich komm gleich rüber. Ja, das ist halt voll der Lappen, ne? Ja, der stimmt, das Geschütz ein, hat er voll gut gemacht, ne? Aber hilft mir da nicht. Ah, genial. Du bist ein doof, ja. Bist du schon tot oder lebst du noch? Ich bin schon tot. Aber wir haben 2 Geschütze, das ist gut. Genau, wir müssen sie nur halten. Lalalala, ich geh mal damit rüber. Na komm mal her hier, kann man ja, ich bin unterwegs. Mitte nehmen. Die werden jetzt alle auf die anderen Geschütze nehmen. Komm mal in die Mitte. Ja, ne, ich will, wie gesagt, ich will nicht, weil da hinten kommt einer angerannt, ich will nicht, sag mal, ein Geschütz verlieren, um eventuell eins. Gras 3. Gras muss. Wir stehen unter
Geschützfeuer. Und incoming Schnee. Also wir haben überall gerade ein bisschen Probleme. So, okay, den haben wir. Ich krieg schon wieder reingeballert. Ich krieg wieder rein. Wir nehmen aber die Mitte dafür gerade ein. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Halt. Ja, ja, ich habe gesagt, das bringt aber nichts, wenn die... weil dann ist ja trotzdem 2-2. So. Schütz hat imperiales Schiff erfasst. Feuer! Okay, und das drüben werden wir wahrscheinlich auch verlieren, weil da keiner ist. Das heißt, wir haben... Das eine nehmen wir doch gerade wieder ein. Okay. Na, dann ist gut. Gut, dann bleibe ich jetzt Mitte und versuche die zu verteidigen. Ja. Weil da ist schon wieder jemand. Aber scheint zu klappen. Okay, und wir, damit ist das eine weg. Und das andere kriegt er wieder. Hoffe ich mal. Wir stehen unter Geschützfeuer. Brauchen Bodenunterstützung. Schilder halten. So. Aber wir erleiden Schaden. So, hopp. Oh, und ich bin allein in der Mitte gegen zwei schon wieder. Ah, ich fall gleich. Ah. Okay, wir kriegen das in der... Oh mein Gott. Ja, das habe ich gemeint. Ihr habt zu viel riskiert. Zwei Geschütze haben und halten. Wichtig. Nicht riskieren, einfach ein anderes einzunehmen. Das habt ihr nicht geschafft. Jetzt haben die gleich drei Geschütze. Ah, na okay. Vielleicht kriegen wir die Mitte gehalten. Kommen wir auch gleich nochmal Mitte. So, okay, den haben wir. Wo geht man drauf? Ich bin jetzt auf dem Boto wieder. Ja. Ah, fuck, tot. Ich komme wieder. Wie Arnold Schwarzenegger so schön sagt. Ja, wie gesagt, wir hätten das durchaus halten können. Wir haben halt zu viel gewollt. Nicht nur du, sondern halt auch alle anderen. Ja, wir haben halt, wie soll man sagen, wir haben halt ein bisschen zu lange gebraucht mit dem Killen von bestimmten einzelnen Personen. Jo. Das hat in der Mitte, das, keine Ahnung, das hat mit Sicherheit 10, 15 Sekunden gedauert. Ich denke, die Mitte könnt ihr halten. Ich gehe mal wieder rüber und guck mal, ob ich das eine Geschütz eingenommen habe. Krieger, da ist momentan wahrscheinlich ein unsichtbarer. Imperiales Schiff nimmt Schaden. Rechts oder was? Ja, ich gehe auch rechts. Ja, gerade, also Schnee halt. Ja. Ja, gucken wir mal. Und da kommt schon einer an. Und da ist er. Ja, okay, aber es geht nicht so drin. Na, gucken wir mal. Aber es kam noch einer von hinten. Wir bleiben auf dem drauf, den Clay. Ne? Ja, ja. Jetzt sind es natürlich viele gerade hier. Ja, der eben, das meinte ich. Die sind sehr gut koordiniert. Ah, verdammt, ich bin gleich. Ja, schon wieder tot. Ja, ich auch. Oh Mann, ey. Fuck. Okay, wie sieht's andere Seite aus? Andere Seite sieht ähnlich gut aus. Da ist nur einer scheinbar, der da gerade verteidigt. Das heißt, ich werde jetzt mal andere Seite rennen. Links oder was? Ja, links ins Gras. Ja, mach ich auch. Weil die anderen, für die von drüben kommen, müssen da ja erstmal verteidigen können. Oder müssen erstmal rüberrennen. Hoffentlich klappt das. Oh, scheint schon gut zu sein. Wir nehmen es ein, oder? Ja, ist eigentlich. Ja, genau. Wunderbar. Okay, ich gehe Mitte verteidigen. Achso. Dann muss ich jetzt außen rum. Schutzbatterie feuert. Gute Arbeit. So. Ich glaube, Dunstan bleibt dort. Bleibt einer. Lost Mitte. Lost Mitte, ja. Oh, verdammt. Ja, hast du noch geschafft, gerade so. Ja, gerade so, genau. Wir brauchen ja wieder ein paar mehr. Ja, auch mit am Start. Aber ob das gut ist oder ob das was bringt. Jo. Und gerade hier auf Kidara. Ich bin gleich hinüber. Okay. Verteidig dich, komm runter.
bin unterwegs. Du musst das unbedingt halten. So. Ich versuche drüben zu holen. Gras bleibt ungedefft. Was? Nicht schon wieder. Nicht ungedefft. Nicht. Ah, die machen mich halt scheiße, ey. Ja, ja, die müssen da, die dürfen halt das Geschütz nicht erobern. Mehr ist nicht wichtig. Gras steht wirklich keiner, ey. Ja, geh du zu Gras oder so. Geh du zu Gras. Einer muss da auf jeden Fall stehen. Ohne, sieht mit aus? Ohne Umstände. Ist haltbar momentan. Das heißt, die werden wahrscheinlich sich woanders hin orientieren. Ja. Okay. Na gut, wir haben sowieso verloren, ich werde mal ein bisschen ziehen, wenn das so ist. Weil, wenn wir keine drei Schüsse bekommen, dann geht's nicht. Ja, ich weiß. Aber, ja, das meinte ich. Ja gut. Wahrscheinlich werde ich eh nicht. Okay. Naja, immerhin 10 Medaillen. Hast du? Jo. Du? Das war nicht schlecht. Ich nicht, weil ich halt keine Heilung habe, ne? Wie viel hast du denn? Ne, geheilt habe ich auch, glaube ich, noch einmal, zweimal. Ja, du bekommst aber trotzdem eine Heilung. Ja, aber nur einen. Ja, je nachdem, wie viel du machst halt, ne? Ja. Schütz hat imperiales Schiff erfasst. Naja gut, das wurde auch eigentlich relativ ausgegeben. Okay, ich verloren dann würde ich mal sagen. Ja, wir haben, wie gesagt, ein paar strategische Fehler gemacht. Das lag diesmal an der Strategie, nicht an der Stärke der Gegner. Na gut, wir mussten die natürlich hatten am Anfang machen, die bessere... Wir hatten schon mehr Rückstand. Ne? Ja, ich weiß, die hintere Strategie, okay. Aber wie gesagt, wir hatten am Ende, wie gesagt, zwei Geschütze halten. Es ist wurscht, ob wir da 100 oder so Rückstand haben. Wir waren noch nahe dran, wir hätten die zwei Geschütze halten müssen. Das war der Fehler. So. Jetzt haben wir null. Die Schilde sind unten. Rückzug. Aber die Triebwerke reagieren nicht auf. Ja, es war noch vergleichsweise ausgeglichen. Da unten fällt mein Schütze, unser Schiff runter. Naja. Okay, du kriegst mal dein Pünktchen. Wir können ja mal kurz auf Schaden gehen. Wo lieg ich denn? Sogar unter dir. Ach nee, über dir. Das Ding ist verkehrt. Oh, ich habe 400.000 Schaden gemacht. Das ist super. Ja, das ist nicht schlecht. Heilung, ja wie gesagt, so viel habe ich da nicht. 11 Medaillen insgesamt. Ja gut, es gibt ja trotzdem Medaillen für Heilung. Also, keine Ahnung, was hast du? Ja, eine. Ja, du hast die zwei. Sanitäter 3.000 auf einmal geheilt. Unfallchirurg 6.000 auf einmal geheilt. Ach so. Ja, na gut, okay. Mhm. Wo stehen die Medaillen? Die Kranken? Ja, wenn du auf die Medaillen halt drauf gehst. Ach so, ne? Also ja, alles nur klar. Bei der Maus, siehst du die dann halt. Na gut, dann zwei. Aber ist jetzt auch nicht, na gut, okay, das sind die zwei, die wir vielleicht fehlen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, man muss halt dazu sagen, wir hätten es schaffen können. War halt ein Teil Fail-Strategie, dadurch, dass das eine beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal hätten wir es vielleicht riskieren müssen, aber da hätte halt wirklich jemand zur Verstärkung dahin gehen müssen, als ich gesagt habe, ja, hier ist clear. Naja, gut, wie dem auch sei, die Folge ist vorbei. Wir bedanken uns natürlich wieder mal fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr bleibt auch in den nächsten Folgen wieder mit dabei und bis zum nächsten Mal. Ja, lasst ein Däumchen nach oben da und ansonsten, wie gesagt, könnt ihr uns auch gerne mal auf Facebook besuchen oder vielleicht sogar unser Video auf Facebook bei euch teilen. Wäre ja nicht mehr schlecht, würde unsere Reichweite erhöhen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss.